Was machen wir denn jetzt hier? Mir gehen langsam die Ideen aus. Hier haben wir noch ein X-Street. Okay, ich glaube, ich fahre mal eben nach unten. So. Oh, hier ist ein Drag Racing. Da mache ich das doch. Ey, du bist hier in der großen Stadt. Sollst du schon was auf dem Kasten haben? Hier schenkt dir nämlich keiner was. Willst du jetzt mit den Großen spielen oder nicht? Von Cindy! Cindy aus Matan! So. Wer fährt denn da alles mit? Perfekt. Lief ja schon mal ganz gut. Scheiße. Oh oh. Oh, was fehlt da? Das Ding ist vom Dieter. Gibst du jetzt mal Gas? Huch, ich hab Glück gehabt. Oh, da hat er mal einen Unfall gebaut. Nein, 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 Yeah, jetzt gehen wir! Und erster. Cool. Yeah, Donut! Donut, Motherfucker! Oh, diesmal sind nur zwei mitgefahren. Ein Corsa und ein Focus. 750 kriegen wir um... Alter! Nice! Alter, Falter, 750 kriegen wir um Konto. Meine Güte. Das war geil. Jetzt habe ich 3600 und weiß nicht, was ich damit machen soll. Das ist kein Scherz. Ich weiß wirklich nicht, was ich damit machen soll. Ich habe zu viel Geld auf dem Konto. Ich sag mal so, besser zu viel als zu wenig, ne? Oh, ein Sparschwein. Auf dieses Sparschwein zu sammeln, die machen gar keinen Sinn. Machen sie wohl. Das Sparschwein! Boah, der X-Street da. Wo ist es denn? Da ist es. Hui! Ey, heute ist dein Glückstag. Wir suchen nämlich noch ein Opfer für unser X-Street. Hast du Bock auf eine Packung oder was? Von James Bond. Geschüttelt, nicht gerührt. Entschuldigung. Oh, ein Mitsubishi Ellipse. Ein X8. Noch ein Ellipse. Oh, das sind böse Gegner. Hoppala. Komm schon, zieh! Oh nein! Ey, mein Freund, nicht ich. Was ist das denn für eine komische Strecke hier? Ihr haut mich mit Rauch voll, hallo! Ist gut. Ich hab's verstanden. Cool, ein X8 fährt damit, ey. Den gab es ja in Need for Speed Underground 1 nicht. Finde ich schon ein bisschen geil, dass er hier reingekommen ist. Ich habe mir mal überlegt, sowieso allgemein als, mal gucken, vielleicht kaufen wir uns sogar mal einen X8, wer weiß, oder einen X7. Weil die Wankelmotoren hier klingen nämlich ein kleines bisschen besser als in Underground 1. Und auf dem X8 hätte ich eigentlich auch ganz schön... Boah, Alter, ist gut. Mit deinem komischen kirschroten X8. Sorry, Junge, musste sein, du hast mich genervt. Ich hätte auch echt Bock auf den X8, Leute. Aber mal gucken. Wir müssen erstmal gucken, was unsere nächsten Stufenautos sind. Also bis jetzt sehe ich nur einen MX-5, den wir uns holen können. Weil so ein scheiß SUV hole ich mir nicht. So, ab ins Ziel. Das waren coole Gegner. Draußen gibt es eure Boote und ab zur freien Fahrt. Bitte E-Mail, bitte E-Mail, bitte E-Mail. Mann, keine E-Mail. Scheiße. Huch. Okay. Was? Ja, im Supermarkt sind doch manchmal auch Rennen. Mal kurz gucken. Nö, nichts los.
Supermarkt ist aber ganz geil. Hui. Supermarkt, Supermarkt, da muss ich eine Menge Sachen bekommen. Oh, da ist ja noch ein Rundkurs. Willkommen an Bord, Junge. Die Regeln sind einfach. Wer langsam ist, fährt rechts. Komm mir nicht in die Quere. Wir machen hier keine Spazierfahrt. Wenn du mitmachst, kriegst du die Schreckenkarte. Wie sieht's aus? Ich bin dabei. Oh, ein Infinity. Fährt der Slap Train etwa mit? Die Farbe können auch zu dem passen. Slap Train fährt mit. Oh, da haut ab. Oh, komm wieder zurück. Ich finde sein Auto übrigens total geil in Infinity, den er hat. Auch Black Pandas Lexus. Was hat der IS? Hat er einen 300 oder einen 200? Ich weiß es jetzt nicht. Auf jeden Fall ist gleiche Karosserieform von nahen schön. Also geht der Infinity ab. Komm wieder zurück, bitte. Boah, sorry, aber da muss. Alter! Jetzt hast du dich selber weggehauen, so. Der Fiesta vom P1 TV, der geht aber auch noch. Der ist auch noch okay. Aber. Ah ne, das werde ich nicht erzählen, sonst sind wieder die ganzen Fans von Let's Play Noob geknickt und ja, lassen ihre Wut an mir raus. Und da habe ich keinen Bock drauf. Was wird das, mein Freund? Willst du mich rammen? Und die Karre vom AR21 Gaming mag ich auch nicht so. Sag ich jetzt auch mal. Finde ich nicht so berauschend. Ich habe mich damals total gefreut, als da in einem Videotitel mal stand: Oh, ich habe jetzt einen R32. Denk mir, boah, geil, ne? Der hat dann ein Nissan Skyline R32, kommt da ein VW Golf R32. Und ich denke mir, ja, so stand ich da wirklich vor dem Bildschirm. Ich habe das Video nach 2 Minuten wieder ausgemacht. Was soll ich noch dazu sagen, ey? Für mich ist die Karre nichts Besonderes. Hier hinten, da rechts Parkplatz. 3 Stück stehen da. Ja, keine R32, aber 2 GTI und ein R32. Ne, ein R. Wie heißt der neue? R heißt der, glaube ich, nur. Der heißt nicht R32. Der komische neue da mit seinem Allradantrieb, der. Na, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung von den Scheißdingern. Interessiert mich auch nicht. Jetzt bin ich weg, die. So. Jetzt hören wir auch mal auf, über Golfs zu diskutieren. Ich fange ja schon wieder an, deswegen. Das ist ja schlimm mit mir. So. Lilly hat den Infinity gehabt. Sushi. Entschuldigung. 300 kriegen wir aber Pfote und ab zur Fremdfahrt. Wir haben ja noch das Sonderevent hier. Dieses. Warte, unten fahre ich. Warte mal ganz kurz. Nee. Nee. Ah, hier. Nee. Hä? Wo ist das denn? Ah, hier. Genau. Oh, wir haben schon eigentlich genug normale Events gewonnen. Scheiße. Das ist übrigens unser, Alter, Regierungskomplettierungsstatus. 111%, wir haben zu viel gemacht. Also ganz schnell zum X fahren, Leute. Ups, Entschuldigung. Warte, wir machen ganz kurz Stopp. So, da sind wir wieder. Von unten rum kommt einfach keine Kraft, ne? Der ist richtig schlapp da. Wie, Tacos. Takolan. Oh, non Takolan, ich werd bekloppt. Das ist doch voll geil hier. Tacos sind lecker. Vor allem, wenn die noch so schön warm sind. Oh, mir läuft die. Boah. Läuft mir die Sabber gleich aus dem Mund, ey. Krieg doch mal den Satz raus, ey. Muss da mal gucken, wie viel ich aufgenommen habe. Nicht echt aufnehme und meine Platte läuft langsam voll, sonst habe ich ein Problem. Motel Inn. Ja gut.
scheiße. Also, hätten wir schon seit vier... Oh, ich muss... Leute, erinnert mich mal in den Kommentaren, dass ich in diesen Scheißding nachgucken muss. Ich habe es bei der Rangliste schon in Underground 1 kaum gemacht. Da muss man nachgucken. Seht ihr, jetzt haben wir für das Level nämlich viel zu viel gemacht. Das ist eigentlich unnötig. Das ist Spielstreckung, was ich jetzt gemacht habe. Entschuldigung, wollte ich nicht. So. Da ist abgesperrt, da dürfen wir nicht hin. Au. Finde ich cool. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch das X machen und dann müsste irgendwas passieren. Ich weiß nur nicht, was, Mama. Wo ich sie halt vielleicht, Mama. So, Wo ist denn das IWR? Da vorne ist es. Drifto! Hey, oi, 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 Kanaro. Hi, Event. Ey, Mann, wir müssen das Rennen gewinnen, um den Auftrag zu erfüllen. Und du brauchst das Geld schließlich, um deinen Wagen auszubauen. Ich hab ja keine Teile mehr. So. Jetzt kommt das letzte Sponsorenrennen. Der hat eine Deutschlandjacke. Guck mal, der hat eine Deutschlandjacke. Das ist schon wieder ein Infinity. Und eine X8. Und ich weiß nicht, was gerade passiert ist, aber mein Trueno ist gerade abgewürgt am Start. Uah. Hallo. Ich glaube, ich müsste den Trueno sein Steuergerät mal neu einstellen. Ach, das ist kein Trueno, verdammt, das ist ein Corolla, das ist die amerikanische Variante. Boah. Sag mal, Trueno. Klar. Mach dir ein X8. Ey, Infinity, hau ab hier. Was ist denn jetzt schon wieder passiert? Alter, was ist denn hier los, ey? Ghetto-Kinder, fliegende X8-Out-Dinger, dann fliegende LKWs. Ist lustig. Fisch lustig. So, jetzt müssen wir aber langsam mal in Führung gehen. Ups, ein Hänger. Da oben leuchtet der ganze Berg. The mountain is waiting for us. Asphalt. Hui. Ich bin Takumi nicht. Bin auch froh, weil ich ehrlich gesagt der nicht bin. Magst du etwa den Takumi nicht? Dann ist doch der tollste Fahrer der Welt und so. Ja, dann gesagt, dass ich den nicht mag. So. Ich bin wieder zu sehr aufgedreht. Hui, alles klar. Alles klar. Anometer, ey. Alter, was ist da für ein krasses Glashaus da? Ey, die Gebäude sind teilweise so krass designt, ne? Hi. Ciao. Und ab ins Ziel. Und ein Hänger dabei noch. Oh, Donatritis. Der X8, der fliegende X8 ist Zweiter geworden. Wir kriegen 850 auf unsere Pfote und ab in freie Fahrmodus, Dings da. So. Ah, siehst du, und da ist nämlich das letzte URL-Rennen. Und das machen wir jetzt natürlich auch. Keine Satellitenverbindung. Ein TomTom-Navigationsgerät funktioniert mal wieder nicht. Ach, Moment, hat das Navi eigentlich recht. Au. Hallo, Navi. Navi. Jetzt ist das Navi total verblödet. Danke. War wieder
Burger King. Hast du schon gehört, dass irgendwo in Beacon Hill ein Rennen starten soll? Sind wohl ein paar Anfänger mit mehr Kohle als Hirn. Ist bestimmt leicht verdientes Geld. Kannst du dir das mal ansehen und mir Bescheid sagen? Danke. Kann ich machen. Uah. Aber erst will ich das URL-Rennen schaffen. Wollen wir das URL-Rennen schaffen? Boah, mega super Effekte. Es ist ein bisschen laut im Tunnel. So, wir sind gleich da. Wir müssen jetzt entweder nach links, zweimal nach links, und dann sind wir da. Dann kommt das letzte URL-Rennen und danach gibt's einen Wagenwechsel, Leute. Man glaubt es nicht, wir wechseln mal das Auto. Mal gucken, was wir da so haben. Also ein MX-5 möchte ich jetzt eigentlich nicht so nehmen. Die URL-Rennen sind das Coolste. Nur die Besten werden auf diese Strecke eingeladen. Alles, was zählt, ist das Können. Zufallssieger gibt es hier nicht. Wer nicht drauf was, fährt besser mit Omas Kombi nach Hause. Ja, das Problem ist, meine Oma hat Mitsubishi Lancer als Kombi. Ey, ist da dein Hintergrund? Nein, Quatsch. Doch, ist ein Lancer. Boah, Audi CC. Ey, der Celica sieht irgendwie ganz geil aus. Oh, ein Ellipse fährt hier. Neben uns ist noch ein Celica, oder was ist das? Ich habe die Karre wieder abgewürgt. Mann, war das gerade laut. Ja, meine Oma hat einen Lancer, aber natürlich keine Evolution, aber das ist wirklich ein Kombi gewesen. Ja, jetzt ist er nicht mehr unter uns. Ich hab's gemacht, ich weiß. Ey, geh mal weg mit deinem TT. Hä, wo ist er? Was ist denn hier los? Warum fliegen hier die ganzen Leute durch die Gegend? Komm, Windschatten funktioniert bei der Weite nicht. Scheiße. Jetzt aber, jetzt funktioniert der Windschatten, oder? Kann nicht wahr sein. Alter Mitsubishi! Alter! Oh! Oh. Alter! Need for Speed Aggro Ground, ey! Oh oh, was kommt da? Ach, der aufgemotzte Celica, den ich so geil fand. Oh nein! Okay, nochmal gerettet. Ich glaube, ich muss das Steuergerät wirklich nochmal einstellen gehen, Leute. Muss die Drehzahl nämlich etwas, die Leistung etwas in den unteren Drehzahlen auch nochmal ein bisschen erhöhen, weil da kommt echt gar nichts. Und durch die blöde Übersetzung, die ich habe, kann ich nicht mal das Potenzial von dem Tuning. Das ist blöd, wir brauchen ein neues Getriebe oder sowas. So, aber wir sind im Ziel. Boah, erstmal da, Donut, Donaritis. Ach, der Audi TT ist Zweiter geworden, ich werd bekloppt.